Hallo und herzlich willkommen bei Teezy Schuhe. Und wir kommen zu einem 20 Millionen Coins SBB. Und wer könnte der perfekte Gegner dafür sein? Der gute Danny aka Prones ist am Start. Der perfekte Gegner weiß ich nicht. Was geht ab, Meister? Wie geht's? Wie steht's? Ja, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start. Bei mir ist alles bestens. Ich bin gespannt auf das Match. Wir werden ja ein paar gute Spiele auf dem Feld rumrennen. Je nachdem, auf wie viele erraten werden. Aber ich hab Bock. Wir gehen rein. So muss das. Ja, Freunde, checkt die Folge bei Danny aus. Haben wir auch was aufgenommen, ob das zeitgleich kommt. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber checkt auch seinen Kanal aus. Lasst ein bisschen Liebe da. Lasst hier ein Däumchen nach oben da. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Bei Danny ist der Starspieler Haaland Toti. Bei uns ist es der 96er Pelé. Und würde ich sagen, wir halten zuerst rein. Wir halten rein. Glück. Okay, dann macht's gerne. Ich bin gespannt. Also ich habe schon Spieler genommen, die haben schon ein bisschen Bezug zu ihm. Die sind beide aus der Premier League zumindest. Und die haben ein bisschen Bezug zu mir, weil der hat 5 Sterne Skills. Ja. Stürmer Firmino. Oh no. Na gut, keine gute Kombi, Alter. Rechtes Mittelfeld, da haben wir noch einen von Liverpool, Fabio Carvalho, Future Star. Okay. Ja, wir hatten Alvarez und, wen haben wir noch draufstehen? Alvarez Foden. Und Foden. Wir haben gedacht, hier wird Haaland direkt durchgekoffert. Ja, wäre ein bisschen sehr naheliegend. Ich habe diesen Alvarez sogar im Verein, aber mal gucken, wie einfach ihr baut, weil ich habe auch 2 Spieler aufgeschrieben, die werden sehr naheliegend. Die sind fast sogar zu naheliegend. Wir spielen Ginola über den Flügel. Und ja, hier sind wir noch ein bisschen entspannter, sage ich mal, gegangen mit einem Thunderson. Ja, Lukas Moura und Richarlison. anderer Song quasi. Ja, okay, die könnt ihr halten. Danke. Treffen uns in der Mitte. Aber man muss noch dazu sagen, wir haben hier Teams gebaut mit 30 Chemie, weil bei Bronze auf der Seite, da läuft es sonst schon ein bisschen anders. Wir haben es mal dankend angenommen. Ja, nimmt man mal mit. So eine 30er Chemie SWW. Ihr könnt gerne mal reinschauen, was ihr besser findet. So, also wir hätten auch gerne mit 33 bauen können, aber weiß nicht, mal gucken. 30 ist mal okay. Es ist vielleicht auch mal ganz gut, da kann man ein bisschen andere Teams bauen, anders dass man so, immer so ein bisschen limitiert. Wir halten rein, weil ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Ich sag 2 Spieler, da wird es schwer drauf zu kommen. Es müssen Coins an Mann kommen. Es kommt im linken Mittelfeld Coins an Mann. Ich habe schon wieder einen 5-Sterne-Skiller genommen. Also ich weiß, es ist schon ein bisschen sass. 2,8 Millionen Brasilianer. Er spielt nicht bei Paris, sondern bei Real Madrid. Das ist Vinicius Junior. Boah. Er wird gelinkt zu Benzema, weil sein Winter Wildcard ja seit M unterwegs ist. Alter. Kabile Dev-Stats hat auch. Wie viel kostet der? 1,7, ja, okay. Wir haben die 10 Millionen eigentlich schon zusammen. Und der andere ist ein bisschen günstiger, weil irgendwie muss ich Haaland ja auch Chemie bringen. Ich mache das über Norwegen. Schwer, dass ich den spielen kann, aber gut. Ødegaard. Kjubel, Gavi, Petri. Also mit La Liga waren wir gar nicht so verkehrt, aber du bist noch mal eine Nummer höher gefahren. Ja. Geil. Okay, dann Feuer Mittelfeld mal ein paar Schüsse. Mal gucken, okay, ich würde sagen, wir fangen mal auf der rechten Mittelfeldseite an mit Gavi. Aufs ZOM kommt Messi, Player of the Month. Und links daneben kommt er, wo ist er? Carlos Sola. Nicht mal nah dran, Mann. Benzema, Musiala, Enzo. Richtig. Okay, weiter geht's. LVRV. Okay, Außenverteidiger als nächstes. Das Ding ist halt, wenn man mit 30 Chemie baut, hat man schon immer mehrere Möglichkeiten. Man muss schon echt gut snipen. Bei 33 hat man manchmal so eine Sackgasse, man kann nur einen Spieler nehmen, aber ja, ich hab drin, mal gucken. Rechts spielen wir Kunde und links eigentlich sehr offensichtlich Mondi. Ah, okay, dann habe ich nicht gerechnet, dass es so offensichtlich geht. Links Acuña, aber rechts Kunde immerhin. Ja. Alter, wow, Kunde wird getroffen, Alter, Mondi bleibt stehen. Ich hätte eher gedacht, so umgekehrt. Safe, hätte ich auch gedacht. Ich gehe davon aus. Wir hatten rechts eigentlich so alle Möglichkeiten gehabt, dann irgendwie zu stellen. Ja. Dann nehme ich auf jeden Fall den Joker, weil wer weiß, ob noch was erraten wird. Ich glaube, bei mir wird es auch sehr schwer für euch. Ich hole unseren alten Schulz wieder hier rein. Wir halten schon mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr den Spieler kennt. Guilherme Sitya, weil man ist schlau. Man holt einen aus der türkischen Liga in Inform, weil da hat man seit 3 Ligen auch voll. 10 Millionen schon voll, alles gut. Rechtsverteidiger, na. Ich glaube auch nicht, dass ihr da jetzt ein Icon aufgeschrieben habt. Cafu. Oh, nee. Caraval. Wie heißt der nochmal? Caraval. Cancelo. Hammer nix. Kannst du alles behalten. Passt. Wie schreibe ich in diesen Gulli? Haben wir ein bisschen was ausgehackt, aber... Okay, da bin ich sehr gespannt. Dann haltet mal gerne rein. Ja, wir halten rein. Also unsere Tendenz war, dass du bestimmt noch in Franzose aus der Premier League spielst, da hinten drin. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Das Coole bei 30 Chemie ist halt, man kann sogar noch eine vierte Liga einbauen. Und das habe ich getan. Ich bin nochmal in die Serie A gegangen.
Hero Cordoba. Food Fantasy Hero Cordoba ist am Start. Im Tor, das ist mein Franzose jetzt, aber er kommt halt aus der Serie A. Mainon. Und der Innenverteidiger, da so habe ich es mir jetzt entspannt gemacht, da habe ich einfach Van Dijk reingestellt. Alter, was hast denn du veraltet? Digga, wie zerfristen du uns jetzt gleich? Was der Che Carvalho kocht, war. Was wird denn das für eine Schlachtung? Was für ein Team hast denn du gebaut? Alter, du bist ja jetzt schon 12 Millionen, dann hast du noch... Beruhig dich mal, Digga, was ist denn das? 13 Millionen? Ich war motiviert. Ja, Van Dijk ist nur Gold, aber sonst eigentlich bei allen die geilste Version. Bleib mal ruhig. Das könnte eklig werden. Wir spielen Marquinhos. Im Tor spielen wir Donnarumma und gehen dann nochmal in die Premier League mit, wo ist er, Thiago Silva. Guardiola to Mori Alisson. Hä? Aber es reicht, einen gesniped und das Gute, also was für die Zuschauer, was die auf jeden Fall bei mir immer schreiben, was sie feiern. Es wird zwar weniger erraten mit weniger Chemie, aber dafür steht halt auch am Ende mehr auf dem Spiel bei den Discards, weil ja nur ein Spieler oder beziehungsweise ja. Bei mir kein Spieler gesaved ist. Bei mir kann es, wenn ich verliere, Game Over. Scheiße. Okay, let's go. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Ich glaube, wir haben gerade genau eigentlich so 10. Ja. Wenn ich jetzt... Aber, also du, Der Mann hat, der hat eine Mission, ne? Ja, okay, wenn er nicht einen sehen hat. Bei euch wurde ja auch nicht der teuerste gesniped, also 10 Millionen rennen immer noch rum. Die letzten Spiele waren wild und ich glaube, deswegen hast du dir wahrscheinlich überlegt, so ey, jetzt gehe ich hier nochmal richtig einer rein. Na, jetzt habe ich mir richtig Kopf gemacht beim Teambau in der vierten Liga. Safe, und sowas. Alter. Ich sag, der Dübel uns komplett weg. Ja, Yoga Bonito, im Fullbruch kleines Team rein. So, Schulz gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Der euer Angriff und so nicht. Ist der Digga, wird dann kleiner reindübeln. So. Fängt's an jetzt da hinten. Das heißt ja keine 5, die anderen hier alle. Opa! Ein Karamba! Shit, wow. Da steht ey, das langsam, der hat Familie, so. Weg ist dann runter angekommen. So. Yes, sir. Kreisschutz, Zammelzieh, wow. Pele, komm, mach doch kein Scheiße. Warum kommst du nicht in den Gang? Es geht viel zu schnell, Alter. Och nein, ich kann das alles nicht mehr. Junge, wie oft kommt dieser Schuss noch? Ja, schieß kein Tor, dann kriegst du ihn nicht mehr. Guck, die lassen sich heute richtig geil steuern, was ist das denn? Ja. Woher die Motivation? Da ist noch einer. Wow. Keine Chance. Hä, hey, was ist denn hier los? Keine Chance. Die Maus geht erfüllen und das ganze Team weg. Ja, was soll ich machen? Wahrscheinlich die letzte Aufnahme war nur zum Locken, dass wir sagen, ja, noch mal auf. Nochmal mehr Coins. Geisteskrank. Ich hab keinen Ansatz. Um dann Ansatz haben zu können, hätten wir dir irgendwas abstoßen oder raushauen müssen aus dem Team. Sonst wird das hier... Ach du heiliger Bimbam. Ist das eklig, Alter. Egal! Schiri, du V-Mann! Betrug! Betrug! Was soll das? Also, total unterlegen, ne? Aber auch die Bälle, die man hätten nach vorne gehen können, die sind direkt, keine Ahnung. Spielst einen Druckpass auf Pelé, ist weg. Das ist da hinten, ist aber kein Durchkommen. Ja, der kann halt auch verteidigen wie ein Bär. Ja, kann verteidigen und. Das ist kein Durchkommen. Oh Gott, das ist stark gemacht. Hat dein Urlaub hat dir gut getan, Danny, hä? Ja, sehr schön. Oh mein Gott, du bist der Abstand von FIFA. Jetzt hast du mich richtig rausgebracht. Gar nicht mehr aufgefasst. Ja, weiß ich. Weiß ich, deswegen mache ich auf. Mach dann nicht. Oh nein, der ist grün. Oh, fuck. Wir schreiben das Jahr 2016. Nein! Ja! 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 Weißt du, Chips da aber auch. Oh Gott. Das Team geht, ne? Boah. Ah, die waren echt gefetcht. Was soll man dazu sagen? Keine Chance. GG, Danny. Also, das war ja... Ist da einer aufs Parkett gezaubert? GG, ja, lief aber auch kriminell gut irgendwie, egal was ich gemacht habe. Gibt Probleme hier in Grünstadt. Ich glaube, das liegt an deinem, wir lieber wieder mit dem anderen Account aufnehmen, das wäre besser. Dieses Skill im Name bei dir, das passt mir nicht. Ja. Umgestellt. Ich mach Kunde okay. Noch schnell.
Immerhin wurde es kein 8-0 wie damals. So, du kannst loslegen. Ach du, mit den Spielern. Ah, okay. Rechter Flügel. Das war's schon. Pelé 96. Oh mein Gott. Okay, ja, weiß nicht. Soll ich noch wettern? Ja, da steht nur noch 5. Ja, Linksverteidiger, linker Innenverteidiger, ZOM. Digga, warum nehmen wir an einem Tag mit einem Ernesto Valverde auf und mit einem Browns? Kann mir das mal bitte einer erklären? Dienstag, wir sind ja da fürs Rückmatch. Linker Flügel. Und zu guter Letzt der rechte ZM. Ach, das kannst du doch keinem erzählen. Auch immer, dass bei uns auch immer das Beste vom Besten getroffen wird. Ich meine, gut, bei 6 ist es auch. Ja, ja, aber trotzdem, es stehen noch 4 Nachtkappen da drin. Ja. Und da vorne sitzen 6 Hochkaräter. Gavi, Messi, Marquinhos, Mondi, Van der Son, Ginola. Pelé wurde es nett, aber... Pelé haben wir stehen lassen. Oh, okay, hab mich gut rasiert, ey. Wow. Ja, aber Digga, Ginola, Mondi, Marquinhos, Messi. Messi? Player of the Month, Messi. Ach, Digga. Mach dir ein Bild. Ja, ich kann mir jetzt gar nicht mal alles merken. Ne? Was soll man sagen, es ist... Ja, selbst dran schuld, sag ich dir, wie es ist, aber... Das kannst du nichts machen, Danny ist aber zu stark. Ja. So. Ist einfach zu gut und... Was willst du da machen? Hier, Marcus Rashford fast heute komplett abgeschlossen vor lauter Aufnahmen, das kannst du ja auch keinem erzählen. Ja, Freunde, wir sind raus. Ich hoffe, es wird auf gar keinen Fall Dienstag und wir müssen eine Rückfolge mit dir aufnehmen. Ja, was soll man dazu sagen? Absage nehme ich nur mit der Attest an. Ich kenne einen guten Arzt, Doc Holliday, der schreibt uns krank. Finger verstaubt oder so. Ja, Freunde, wir sind raus. Vollbruch. Danny, hast die letzten Worte. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Es lief ehrlich zu gut. Ja, keine Ahnung. Haut rein. Ciao.